Okay, heute mal Spanische Schule. Und damit es besser geht, habe ich mir hier so ein Kreuz noch angeklebt. Ein Stück kürzer könnte es auch ruhig sein, aber damit ist es schön deutlich. Wir brauchen also für die Spanische Schule auf jeden Fall ein Kreuz. Bei der Spanischen Schule stehen wir so da. So. Und halten die gerade. Und wir können Dreieck laufen oder Viereck laufen. Ich zeige erstmal aus dem Dreieck. So, besser. Eins, zwei und raus. Noch einmal. So, besser. Eins, zwei und raus. Oder aus dem Viereck. Besser. Eins, zwei. Okay. Gut. Sie kann beim Dreieck antworten mit Cavasione. Also umgehen. Ja. Und also eins. Und kann selber stechen. Und geht danach wieder raus. Noch einmal. Ja. Und es geht auch beim Viereck. Ja, und sie hat mich jetzt schon erwischt. Auch ich kann nochmal machen, dass sie bleiben stehen, dann sieht man es deutlicher. Wenn ich anbinde, ganz normalen Dreieck jetzt hier, und sie macht die Cavasione, kann ich hier von hier aus stechen und wieder rausgehen. Und es geht auch mit Viereck. Eins und muss von hier aus einsammeln. Kann ich hier stechen? Aha. Okay, noch einmal. Eins und muss von hier aus einsammeln. Kann ich hier. Und ich kann auch mit dem Hieb reagieren, wenn sie anbindet. Ja. So. Ich bin jetzt hier. Ja. Und wenn ich jetzt den Hieb mache, den Schritt rein und wieder raus. Wenn ich anbinde und sie macht den sie kann auch Cavasione daraus machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, sie macht Cavasione, dann bin ich hier, mache hier den Hieb und kann ihn wieder raustreten. Und wie man der Sache begegnet, schön langsam. Habe ich jetzt an den Mund gehabt? Ja, das musst du denn machen. Okay, ganz langsam. Und raus. Also ich muss Cavasione. Aha, und wenn das passiert, dieser Hieb hier kommt, dann mal den Schritt hier ein Stück zurück. Ja. Lehne ich auf der Stelle und kann hier wieder stechen.